Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Subnautica. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich mit euch das MK3-Modul bauen. Dafür brauchen wir noch das MK2-Modul und blablablub. Meine Facecam ist wieder mega hell. Sieht aus, als ob ich voll die reine Haut hätte. Ich habe total die reine Haut. Gut, drin haben wir jetzt drei Köfferchens, damit wir hier mehr Metallschrott aufnehmen können. Und werden uns gleich auf der Suche machen. Und ein MK1-Modul haben wir auch schon drin. Das können wir uns dann rausbauen und das MK2 bauen. Jetzt geht es erstmal auf der Suche nach Metallschrott. Und wo haben wir viel? Hinter der Aurora, glaube ich. Das ist ein richtiger Batzen. Wir werfen erstmal den Kram raus hier. Das, was wir momentan nicht brauchen. Ja, das brauchen wir jetzt noch nicht. Das kristallisierte Aluminiumoxid. Und das brauchen wir auch nicht. Einen Computerchip habe ich noch. Wieso habe ich einen Computerchip? Ach ja, klar. Wir wollten ja schon eine MK2 bauen. Ging ja nicht. Ne? Konnten wir ja nicht. So, jetzt müssen wir noch mehr loswerden. Was brauche ich nicht? Ich brauche keinen... Achso, so viel Platz brauchen wir noch nicht. Computerchip rein, Wasser rein, Wasser rein. Feuerlöscher, den braucht kein Mensch. So, jetzt haben wir ganz viele Plätze frei. Plus Motte. Ess mich kurz satt. Da geht es Richtung Dschungel. Keiner hat geschrieben, dass es falsch geschrieben ist. Traumhaft. Voll gesättigt geht's auf die Reise. In diese Richtung. Mit unserer Motte. Die ist echt, die hat überall Koffer jetzt, außer... Okay, ich dachte, ich kann einsteigen. Ja, es wäre natürlich schön, wenn wir da noch so ein Modul hätten für Energie, aber die 100% reichen uns gerade erstmal, ne? So, wo ist denn die? Müsste doch da lang sein. Ja. Uah, Flipper. So, weiter geht die Reise. Und wir nehmen alles mit, was wir an Metallschrott finden können. Ich konzentriere mich, dass ich nicht immer mit, nicht immer Titanenschrott sag. Und ja, hoffe, dass wir einiges jetzt finden werden. Aber ich glaube, wir werden Gigatonnen finden. Und das müssen wir alles verarbeiten. Uah, ruckelt das gerade. Es gab wohl ein kleines Update. Das Spiel war nicht mehr up to date bei mir. Ich muss bald wieder mit einer neuen Staffel anfangen, wie es aussieht. Denn die Generatoren sind auch wieder alle weg. So, direkt rein im Koffer. Uah. Und wieder rein in das Mädchen. Da läuft uns das Wasser übers Gesicht. Ja. Ich danke immer für eure fleißigen Kommentare. Also ihr seid letzte Zeit wirklich mega fleißig am Kommentieren. Vor allen Dingen, erster. Das ist mein Lieblingskommentar. Und das muss mal liegen. Der sieht irgendwie voll heile aus, ne? Ah ne, hat auch wieder das Loch. Aber hat er ein kleines Köfferchen drin? Na gut, hier dürfen wir immer noch nicht dran. Komm raus. Einmal so neugierig reinlinsen, wenn man schon mal da ist. So. Weiter zum Motte, zum Aurora-Ship. Das Ruckeln geht mir so auf den Sack, ne? Wie gesagt, die neue Staffel beginne. Könnten natürlich noch ein paar Folgen hier rumeiern. Außer es gibt natürlich was Bahnbrechendes Neues, was ich machen will. Dann werde ich das Spiel einmal deinstallieren und neu installieren. Damit hier auch ordentlich die Performance ist mal, weil das ist mittlerweile bei mir schon fast 30 GB groß. Das ist ja kein Wunder, dass es dann irgendwann mal ruckelt. So groß waren früher die Festplatten nicht mal, wenn man überlegt, ne? So. Weiter. Ich hab doch gesagt, hier ist viel Metallschrott. Wir räumen den Ozean jetzt auf. So, da ist Metallschrott. En masse. Eine Frau. Das hat sie mir gewunken. Ich glaube, die winkt euch, aber die Facecam ist ja falsch rum. Meine Frau mag YouTube nicht. Die schimpft immer auf mich, dass ich zu viel YouTube mache. Aber schämt sich auch was zu sagen. Ne? Ein Stalker-Ei. Ja, so ein Pirscher-Ei. Nein, das verbraucht ja zu viel Platz. Das soll hier mal schlüpfen. Mir egal. Was haben wir hier so Schönes drin? Gibt ja auch Metall, also Bleiplatten mittlerweile zu finden. Sehr interessant. Willst du mal Hallo sagen? Sag einmal Hallo, komm. Sag einmal Hallo. Gucken sich nur ein paar hundert Leute an. Schütteln im Kopf. Soll ich zeigen? Nein, mach ich. Das ist gemein. So, jetzt haben wir eine Menge Titan gesammelt. Ja, ich hab's wieder gesagt. Titan. Völlig falsch. Ups. Da war schon nur eine rein.
So, und das hätten wir nicht mitnehmen brauchen, ne? Das verbraucht auch unnütz Platz. Da lang. Sind die Wracks schon... Es waren immer so viele Wracks hier. Das kenne ich hier nicht. Aber was soll da schon drin sein, Großartiges? Nur einen kleinen Popelwrack. Boah. Stabil. Sehr stabile Pflanzen. Wo war denn hier der Eingang? Da oben war eine rote Lampe. Da kommen wir nicht rein. Die sind auf jeden Fall... Das Ding ist dicht. Metall. Sehr großer Haufen. So, dann gucken wir uns das nochmal hier ein bisschen an. Ich glaube, den Schweiß habe ich auch gar nicht da. Nö, ist zu. Da, vielleicht ganz unten. Ist der komplett dicht? Oder sehe ich einfach blind? Halt unten auf. So, Motte, wir brauchen Metall. Müll. Da oben war das schon dran, ne? Zwei können wir noch reinpacken. Dann ist die, dürft ihr gar nicht mehr fahren. Die müsst ihr schon eine Tonne wiegen. Da ist ein Loch, da ist die Basis, die ungeplante. Und hier finden wir jetzt einen Riesenhaufen Schrott. Was bist du? Du bist Schrott, ne? Steckt im Sand. Ey. Hä? Magic. Ich kann zaubern. Ja, ich kann echt zaubern. Ich kann machen, dass die Luft stinkt. So, alter Witz. Alter Witz hat schon ganz langen Bart. So, jetzt brauchst du hier aber nicht aufräumen. Ne? Das ist, also das ist jetzt nicht notwendig. Sehr lieb von dir, aber unpassend. Was soll das? Wollte mich ärgern. Aber trotzdem nichts zu sagen. Feige Nuss. So. Erste Hilfspäckchen gefunden. Super. Das machen wir zu. Und wo ist mein Matchen? Was haben wir jetzt in der Tasche? Zwei. Schlappe Leistung. Aber ich weiß, wo es mehr gibt. Also hier ist ein bisschen seltsam. Das hatten wir gerade versucht aufzunehmen. Das hat sich aber ein bisschen verschoben. Dafür aber nicht. Okay. Hier dürfte uns eigentlich kein Reaper mehr überraschen. Aber das könnte man eigentlich komplett abbauen hier, ne? Das ist ja eigentlich Pillepalle hier, was wir gebastelt haben. Gibt natürlich auch Titan. Und das nicht zu wenig. Ob wir nur hier einen davon drin haben oder Titan selber, spielt, glaube ich, gar keine Rolle. Bilder. Oh, das ist eine gute Idee. Es gibt Computerchips. Perfekt. Und emailliertes Glas. Und all den ganzen Spaß. Hier war nichts drin. Dürfen wir abbauen. Eigentlich ganz raffiniert, das jetzt abzubauen. Da. Das ist nicht schlimm. Warning. Emergency power only. So. Wir sind brav und räumen immer alle unser Müll weg. Und jetzt haben wir im Inventar ein bisschen Titan, Chips, emailliertes Glas. Schön. Das freut mich. So, ja, fahre ich lieber hin. Das ist mir zu doof. Habe ich gerade einen Reaper schon gehört? Ich habe ihn noch gekillt. Gibt es eigentlich ein Ei von diesem großen Moped? Ich will ein Ei mal von dem finden. Gesagt, die liegt viel. Ha. Na, warum darf ich dich denn nicht aufheben? Was hast du gegen mich? Metallschrott. Inventar voll. Das ging aber schnell.
Ich kann zwei rauswerfen, um aber vier zu bekommen. Das ist, glaube ich, ganz raffiniert, oder? Gut. Da war noch eine Kiste. Da gucke ich nochmal rein, spaßeshalber. Da muss so nichts Besonderes drin sein. Eine erste Hilfe-Päckchen. So, hier sehen wir einen Abonnenten. Fackeln da die ganze Zeit. Aber da ist ein scheiß Fenster drüber. Das sehe ich da nicht. Und ich weiß nicht, ob ich Plus oder Minus mache. Ich habe immer dieses Live-Fenster auf. Bin jetzt halt irgendwie Fan von geworden, wo man immer sieht, was gerade wirklich aktuell auf seinem YouTube-Kanal los ist. Und manchmal regt sich da stundenlang nichts. So, ich fahre natürlich jetzt falsch rum, ich weiß. Aber mich interessiert gerade ein Reaper-Eye. Ich weiß nicht mal, ob das wirklich existiert. Aber wenn, müsste es ja hier gehen. Boah, ist das laut hier. Hier ist er immer rumgeschwommen, der Typ. Ganz dicht an der Aurora dran. Kiste? Nee. Kissen interessieren mich eigentlich gar nicht. Die sind super langweilig. Also hier ist er rumgeschwommen und hier ist er auch gestorben. Aber wenn es ein Reaper-Ei gibt, dann wahrscheinlich ziemlich tief. Der ist ja nicht doof, der legt seine Eier nicht einfach so dahin. Doch, der ist total doof. Ich hau jetzt ab. Ich mache jetzt meine Arbeit. Ich will einen MK3 haben. Und wir haben eigentlich jetzt ganz schön viel Kram, aber es kostet ja ordentlich Plastal, ne? Und Lithium brauchen wir auch noch. Oh Gott, was für eine Arbeit. Ah, schöner Lochfisch war da gerade. Ein Stalker. Oder ein Pirscher. Langweilig. Einfach nur fahren. Und ruckeln. Triebwerke sind so gigantisch von dem Moped, ne? Ich habe da so ein bisschen das Gefühl, dass wir eine neue Map brauchen. Aber ich will auf jeden Fall erstmal diese Tauchtiefkram machen. Eigentlich ein Blödsinn, ne? Weil sich wieder einiges verändert hat hier. Bin ich ganz neugierig, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht, ja. Neue Staffel. Das hat sich schon wieder gedreht. Ich sehe es nicht. Ich sehe immer nur die unteren Zacken von der Zahl. Aber es ist nach unten gegangen, also habe ich einen Abonnenten verloren. So. Ja, ich gucke immer so ein bisschen auf den Grund mit, aber eigentlich lohnt sich das gar nicht. Boah, jetzt haben wir die Taschen sowas von rappelvoll. Da müssen wir viel hin und her laufen, deswegen parke ich erstmal vor dem Eingang und schau mal, wie viel Plastalbarren wir gleich daraus zaubern können. Ging die Cyclops auf, aber da wollte man nie rein. Oh, die hat auch keine Batterie mehr. So. Lapp. Bin mal gespannt. Also kriegen wir da Energie dazu. Haben aber irgendwie weniger als sonst. Da hat sich wieder ordentlich was getan mit dem Patch, den ich gar nicht gemerkt habe, der sich gerade runtergeladen hat. Titan verschwenden. Mal überlegt, dass man für die Cyclops U-Boot 10-mal Plastal brauche, ist das schon ein bisschen übertrieben viel. So. Ich habe noch nie so viel gesammelt, auf jeden Fall. Natürlich nicht so spannend. Boah. Viel. Noch mehr. Bumm. Ui. Überlastet. Was war das denn? Was war denn? Meine Facecam war weg. Alles war weg. Hoffentlich läuft das Video dann noch. Naja, werden wir rausfinden. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Und wir haben immer noch Metallschrotz.
Ach, einer passt jetzt nicht. So, Aufnahme läuft oben noch. Jetzt bin ich mir ein bisschen unsicher, ob ich jetzt mit mir selber rede die ganze Zeit. Aber mal schauen. Kann ich ja gleich abchecken, wenn ich die Aufnahme beende. Naja, aber erstmal wirklich einen dicken Haufen Plastalbarren. Haben wir noch gar nicht. Titanbarren. Und überlastet hier das System. So. Einer geht noch, einer geht noch rein. Bumm. Bumm. Na, wird's noch ein Plastalbarren? Jawohl. Mann, warum sag ich mal Plastal? Ich meine natürlich Titan. In der Tasche haben wir jetzt. Einer, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Mal. Das ist auf jeden Fall erstmal genug des Guten. Damit können wir... Wir müssen noch Lithium holen. Hier lang. Wir müssen noch Lithium holen, damit wir auch Plastalbarren machen können. Jetzt haben wir alles voll. Lithium selber habe ich nicht mehr. Auf Lager. Das ist doof. Aber viel Kram für den ganzen Kladderelatsch. Gut. An der Stelle sage ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge ist jetzt lang genug. Ich habe auch das Gefühl, die ist kaputt, weil dieser Fehler war. Ich muss mal checken, wie der abläuft jetzt. So. Haben wir viel geschafft. Bis dann.